bringt mir nichts. Das war auch fürs Dings. Finger weg! Das sind die Gewinne für den Dart-Wettbewerb. Das braucht man nicht, den kann ich nicht nehmen. Kann man dich nicht abschrauben? Ich brauche keine Hilfsmittel, um beim Dart zu schummeln. Ich bin wirklich am Überlegen. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Also falls euch irgendwas auffällt, was ich vergesse, Tipp nehme ich wohl. Vielleicht übersehe ich irgendwas. Mit der habe ich auch schon geredet. Statur. Ich gehe alles gerade nochmal durch. Die Wumme kann ich nicht kriegen. Krass, eine Schrottflinte. Vielleicht wird das ja doch noch mein Lieblingsdeponia-Abenteuer. Schrottflinte. Da können meine prophetischen Träume orakeln, bis sie schwarz werden. Ich werde niemals einen Schnauzer tragen. Okay, ich stehe auf dem Müllschlauch. Sie sind komplett weggebeamt. Leider haben sie die Musik hier gelassen. Ja, aber bei denen können wir auch nichts mehr, ne? Hier unten ist nur er. Kannst du nichts anderes machen. Du kannst ihm das Wasser anbieten. Vielleicht solltest du zwischendurch mal Wasser trinken. In meinem letzten Drink war ein Eiswürfel. Reicht das nicht? Doch, ich glaube, das zählt. Okay. Also auch nicht. Die hier unten noch irgendwas machen. Chillbot hat die Ruhe weg. Kühlschrank müsste man sein. Kühlschrank müsste man sein, ja. Kann man da irgendwas... In solche Fächer passen nur paramechanische Bauteile. Stromumkehrer, Verstärkungsglieder und so. Kann man das nochmal da rein? Nein, danke, ich hab noch. Das auch nicht. Ich stehe jetzt total auf dem Schlauch. Feldsparker, Gashebel, Seil, drinne der Ofen, den ich auch nicht anzünden kann. Weiß ich nicht. Das fühlt sich nicht. Selbst wenn ich unlogisch denke. Irgendwas mit dem Strom, der dann ausgeht, so wie hier. Das erinnert mich an meinen Crashkurs Grillen für Grenzgänger. Zu schade, dass er gecrashed ist. Das erinnert mich an Matsu. Ja. Das
das können wir doch nicht machen. Das ist nur für die Kartoffeln. Verändert sich auch nichts, wenn das Licht angeht, ne? Nee. Da komme ich nicht vorbei und Lotti braucht irgendwie Hilfe mit ihren Beinen. Okay. Das willst du nicht mitnehmen. Der bringt dich auch nicht weiter. Das würde ich gerne haben. Keine Idee. Alles so ratlos wie ich. Das ist für mich gut. Also im Endeffekt. Ich muss doch irgendwas verbinden können noch. Flaschenbürste. Knickerfolie. Nicht hingucken, sie hält mich sonst nur wieder tagelang von der Arbeit ab. Bisschen fettig, aber sonst noch ganz brauchbar. Damit habe ich meine Raketenharpune zusammengebaut. Obwohl, Moment, das war auch nur ein Traum, oder? Ach, ist das mal alles durch. Verwirrend. In meinem Zimmer habe ich tatsächlich Flaschen, denen bereits Haare wachsen. Rückblickend betrachtet, hätte man das mit Lotto auch vorher geahnt haben können. Unglaublich, was man in diesem Restaurant anstellen muss, um ein Glas Wasser zu bekommen. Wer wirft denn einen Laden neuen, voll funktionstüchtigen Bart weg? Ist doch noch gut. Das Zeug ist nur für die Optik. Das Letzte, was ich an meiner Mongolfiere brauche, ist Ballast. Ich weiß es nicht. Ich übersehe irgendwas. Die Tür ist zu. Kriegt man die nicht irgendwie auf? Es wäre Zeit zurückdrehen. Das funktioniert ja auch nicht. Haben wir eben auch schon mal probiert. Hey Mac, hast du kurz Zeit? Die Frage ist falsch gestellt. Ich betrachte das als ja. Wie funktioniert das noch gleich mit der Erinnerung? Ich trage einen mit Stroh gefütterten Aluhut. Wie du es machst, ist mir schleierhaft. Wege des Rufus sind unergründlich. Okay. Ich muss dringend diesen rosa Elefanten loswerden. Vielleicht solltest du einen Arzt aufsuchen. Nein, von Dr. Gizmo kann ich keine Hilfe erwarten. Ich bin in seiner Praxis nicht gern gesehen, weil ich gerne an den abgelaufenen Medikamenten in seiner Mülltonne herumlutsche. Man sieht sich früher oder später. Beides nicht ausgeschlossen. Bringt mich auch nicht weiter. Diese kryptischen Schilder sieht man in letzter Zeit immer häufiger. Und seltsamerweise tauchen sie immer in meiner Nähe auf. Ich hoffe, seine Probleme mit dem Rückwärtsgang beschränken sich nur auf die Raumdimensionen. Das kann man nur anwählen. Und irgendwo hin tun. Aber irgendwie auch nicht. Das hier war das. Ich bin richtig ahnungslos gerade. Huhu nochmal!
Wie jetzt nochmal? Haben wir heute schon gesprochen? Du solltest mit dem Trinken aufhören. Das Aufhören ist nicht das Problem. Es ist das Wiederanfangen, das ich einfach nicht bleiben lassen kann. Ich muss verhindern, dass die Zukunft aus meiner Vision Wirklichkeit wird. Mein Tipp, viel Alkohol. Hilft zuverlässig. Selbst gegen hartnäckigste Zukünfte. Das ist richtig. Bleib senkrecht. Mach mir eine Skizze. Winder Webbetim. Hallihallo. Schönen guten Abend. Ich probiere gerade wirklich irgendwie weiterzukommen. was haben wir hier jetzt? So. Mit den Dingern können wir auch nichts machen. Das haben wir benutzt. Den Grill haben wir auch schon zweimal benutzt. Wie bleibt denn der Bart bei dem braten Jungen hängen? Dazu fällt mir gerade vor, leider. Ja, den kennen wir doch schon. Sagt er bei jedem. Wander Rabbit, willkommen im stumpfen Land. Danke für den Follow. Der arme Rattenjunge kann sich nicht mal richtige Kleidung leisten. Meine Eltern sagen, Basalt sei die Trendfarbe der kommenden Herbstsaison. So tapfer. Tapfer, ja. Wie machen wir das? Ich muss den da doch irgendwie... ich danke. da fehlt mir ein Honigspender. Da kann ich den aber auch nicht reinstecken. Entweder fehlt hier der Zapfhahn, oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. So, einen Zapfhahn haben wir aber auch nirgendwo. Mit dem Schraubenschlüssel komme ich da auch nicht dran, ne? Entweder fehlt hier der Fällen. Macht der. ich mach das nochmal auf. Maya, Willi, verschwindet, kusch! Verdammt, das bringt so nichts. Gleich nochmal. Alufolie bringt bei denen auch nichts, ne? Wenn ich den Bart kann, ich dafür nicht benutzen. Dafür brauche ich nur meine Finger und eigentlich auch meinen Imkerhut. Glas mit Wasser kann ich dafür auch nicht benutzen. Dafür brauche ich nur meine Finger und eigentlich auch meinen Imkerhut. Ja. Okay, nochmal im Tunnel. Meine liebe Lotti. Hey, Lotto! Das heißt jetzt... Das heißt jetzt Lotti! Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Nicht, solange ich noch rumlaufe wie eine russländische Holzfällerin! Wobei ich mit einer Kettensäge wahrscheinlich besser vorankäme als mit diesem stumpfen Mistding! Das ist richtig. Lass dich noch mal angucken. Vielleicht fällt mir doch noch etwas ein, was du verbessern könntest. Sei bitte ganz ehrlich. Deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon, Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Ja. Ich finde dich gut, so wie du bist.
Du Charmeur! Was ich würde... Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, ne Frau. Tüdelü. Küss die Hand? Ich würde ja Lotti gerne Wachs geben. Aber das wäre nur bei den Bienen und bei den Bienen komme ich nicht dran. Ist euch irgendwo mal ein Imkerhut hier aufgefallen, oder? Scheibe kann ich nicht. Toni bringt mir nix. Der auch nicht. Da haben wir auch nix. Ich weiß nicht, wo ich was übersehe. Das reinste Faulspiel. Das ist entweder mein alter Sidekick Wenzel oder eine sprechende Kürbislaterne. Ich sag, das ist eine sprechende Kürbislaterne. Nee. Grill braucht man nicht. Bad. Den Bad brauchen wir für ihn. Aluhelm brauchen wir für Dings. Für Tack. Meinst du? Bisschen fettig, aber sonst noch ganz brauchbar. Kann ich den hier immer aufsetzen? Dem armen Rattenjungen blieben all die tollen Dinge versagt, mit denen die anderen Kinder spielten. Das stimmt doch gar nicht. Er besaß nichts als die Lumpen, in die er gehüllt war. Das ist ein Mantelet aus Disropa. Okay, kann ich nicht. Alles auf Rot. Aber Rufus, du brauchst hier keinen Einsatz. Nur einen Gegner. Und anschließend vielleicht Pflaster für die Bisswunden. Und das soll ein Spiel sein? Klingt wie meine Beziehung mit Ton. Das erinnert mich an meinen Crashkurs Grillen für Grenzgänger. Zu schade. Ach so, das war das. Wenn ich mir den einfach irgendwie zusammenbauen soll. Das muss ich nicht für später einpacken. Ach so, das war das. Das muss ich nicht für jetzt oder nie. Das ist mein Motto. Das auch nicht. Das trägt man jetzt so. Stroh? Ja, genau. Okay. Ja. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Komm. Was ist das? Ein Aluhut. Er hilft dir, dich zu erinnern. Dann lass stecken. Ich trinke, um zu vergessen. Du sollst dich auch nicht an die Vergangenheit erinnern, sondern an die Zukunft. Klingt nach einem Strategiewechsel. Und da ich eh keine Zukunft habe, kann es auch nicht schlimmer werden. Das ist die richtige Einstellung. Aber wenn's recht ist, nehme ich meinen eigenen. Nee, klar. Würde ich auch so machen. Was? Du hinterhältige Ratte, hattest die ganze Zeit einen Aluhut dabei? Muss eine Eingebung gewesen sein. Ich knaupel so gerne die Folie von den Plörreflaschen ab. Ich habe ihn allerdings mit Stroh gefüttert, um... Ich hab's ja verstanden. Du hattest einen Aluhut, ich hab mich umsonst angestrengt. Nein, was haben wir gelacht? Du siehst die Säfte meines Humors in Tränenform aus meinen Krähenfüßen eitern. Kannst jetzt endlich weitergehen? Meinetwegen gerne. Aber womit eigentlich? Ich will dich nicht mit Einzelheiten langweilen. Merk dir nur das eine. Wenn sich die Vergangenheit wiederholt, versuche irgendwie diesen rosafarbenen Elefanten aufzuhalten. Okay. Ja, okay, warum nicht? Ist ja das Mindeste. Ich genauso. Okay. Dann probieren wir es jetzt aus. Würde ich mal so behaupten. Wollen wir nochmal die Zeit zurückdrehen? Ich weiß nicht.
Es scheint mir immer weniger eine gute Idee zu sein. Bist du dir sicher, dass du diesmal gut darauf vorbereitet wärst? Du weißt, alles, was du seit dem Unfall gemacht hast, wird dadurch ungeschehen. Ja. Egal, das kann ich zur Not auch nochmal machen. Hauptsache die Gläser. Ja, schon. Aber vielleicht könnte man mit etwas mehr Vorbereitung... Zu spät. Ich bin vorbereitet. Ich habe einen Besoffenen auf meiner Seite. So. Lassen Sie mich durch. Ich bin Prophet. Probieren wir es jetzt mal. Und noch eine Runde. Wer hat dann der Bist Uhr gedreht? Ist das ja, wirklich doch. Schon so spät? Wollen wir noch einen Versuch starten? Oh, ich bin verrückt danach. Amen. Stopp. Stopp. Ganz sicher? Ich glaube, ich stehe noch nicht ideal. Ist nicht vielleicht noch etwas Platz? Ach, noch reichlich. Du hast dich ja noch gar nicht bewegt. Warum sagst du dann Stopp? Amen. 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 Jetzt eindrehen. Etwas mehr nach rechts. Achtung. Kein Elefant. Ein Stück zurück. Aasgeiern ausweichen. Wieder ein Stück vor. Und stopp. Perfektiberto. Bist du dir sicher, dass ich hier stehen bleiben kann? Ja. Absolut. Puh, dann ist die Zeitlinie wohl wiederhergestellt. Das heißt, was ist das? Das meinst du, Eugene. Ich empfange seltsame Werte. Werte? Ja, wovon redest du? Keine Ahnung, ich... Rufus, schnell! Er ist hier! Beeilung! Siehst du? Tag. Ja, dann geh mal hin.